Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us. Kein Ausgang. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Gar nicht. Warum hast du jetzt? Hä, aber wo geht denn das Rohr hin? Da komme ich nicht durch. Dann weiß ich schon. So, das war's. Ah, krass. Rausbekommen wir es nicht ganz, den Container, aber die Ecke. Wie auch immer das Ding hier durchgebrochen sein soll. Also, da muss ja echt krass gewütet haben. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Dahin? Noch nicht so schwer. Ah, okay, alles klar. Ich sehe das Problem. Der direkte Weg wäre doch viel zu einfach. Die Kleine, verdammt! Die wiederholt sich ganz schön oft. Wo sind denn die eigentlich hin, die da noch auf der Veranda spaziert sind? Oh mein Gott! Deine Büchse, Arschloch! Da drüben! So viel zum Thema Festnageln. Einer von euch Munition dabei? Ich nehme auch alles andere. Oh, das ist ein sehr helles Blut. Überall Flaschen. Irgendwas sagt mir, dass der Bogen erstmal ein bisschen. Naja, und falls wir ihn doch noch brauchen, können wir ihn immer noch ausrüsten.
So, ich finde eigentlich das Haus recht interessant. Was bringt mir das, wenn ich hier hochgehe? Ich will hier nicht festsitzen. Bin ich hier drin? Na komm, ich mach einen Molotow. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Oh, wo geht's hier raus? Wird immer besser. Verdammt, hätte ich das gewusst, dass wir jetzt sofort hier in dem Haus sind, dann wäre ich, hätte ich noch gewartet, dann hätte ich draußen noch umgeguckt. Los, falscher Alarm oder was? Ich bin eine Frau im Moment. War das alle? Oh, das sieht cool aus, ja. Da ist der Ausgang. Ja. Ich habe so das Gefühl, da kommen wir nicht so einfach hin. Obwohl uns auch nicht viel übrig bleibt, ne? Die Treppen sind versperrt. So ist gut.
Wie fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Das ist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ehrlich. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Sehr gut. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! Das gibt's doch nicht. Alter, der ist total am Ende und sucht nach Ellie. So, was haben wir denn noch alles? Es scheint nicht allzu viel zu sein. Das Medikit verwenden wir gleich mal. Wo sind denn unsere ganzen Sachen? Oder sind das wirklich all unsere Sachen? Ich könnte schwören, dass wir mindestens 2 oder 3 Medipacks hatten. Ja gut, ansonsten könnte es passen. Na, vielleicht auch eher den Revolver. Verdammt, wo bist du? Diese Stühle stehen da sehr symmetrisch. Wir scheinen noch alles zu haben. Auch unsere ganzen Sammelteile da sind voll. So, kommen wir eigentlich durch diese Tür? Oh ja.
Dann sollten wir wohl ein paar der Häuser durchsuchen. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Ich glaube nicht, dass es so eine super Idee ist, jetzt hier rumzukullen. Ja, natürlich, kletter mit dieser Wunde. Du harter Hund. So, eine schmale Treppe. So. Wo ist sie? Ja, ihr miesen Schweine, lauft. So Sammelobjekte werden langsam echt rar, allgemein, auch so Herstellungszeug und so. Gut, hier kommen wir gar nicht weiter. Jetzt eigentlich noch den Bogen oder den Ellie? Ne, anscheinend hat sie ihren eigenen, okay. Scheiße. Oh shit, es ist frühst! So oder so, ihr werdet reden! Der Junge, ihr hattet die Wahl. Okay, du bist anscheinend noch da. Okay, das war jetzt blöd. Uiuiuiuiui.
Teile, ja. Frag mich nur, wofür wir die noch brauchen. Sparen wir noch auf irgendwas? 60, die maximale Gesundheit haben wir eigentlich gespart, aber ich glaube, die kriegen wir nicht mehr zusammen. Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein, nein! Schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Da steht einfach nur was dahinter. Ich brauche eine Waffe. Ja, die suchen wir auch. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst immer gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefällt. Oder wenn ihr Kritik habt, obwohl in letzter Zeit kriege ich irgendwie nur Kritik. Also ich würde mich auch gerne mal wieder über was Positives freuen. Also, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.